wie soll das funktionieren? Kannst du da hochspringen vielleicht? Nee. Das kriegt er, glaube ich, nicht hin. Wow! Kamera soll sich bitte nicht drehen, sonst sterbe ich gleich höchstwahrscheinlich. Kommst du hoch? Nee, das schafft er niemals. Wie soll das denn gehen? Nein, ich möchte dich nicht selbst kaputt machen. Tja, ich brauche dich noch. Jo, jetzt haben wir also ein Holz weggespratzelt, ne? Achso, ah, warte mal, vielleicht. Ja, wobei, nee. Ich glaube nicht, dass er dann so viel Kraft aufwenden wird. Ich weiß noch, wie der da jetzt gerade sitzt, wie so ein Vogel. Nein! Rettest du mich noch, oder? Das war jetzt nicht so gut, ne? Ah! Wo bist du? Ach, da bist du ja, hi. Ja, ich habe noch nicht so viel geschafft hier, ne? Deswegen... Es ist so laut, ne? Versuch da hinten nur schon das Futter irgendwie... fertig zu machen. Bleib mal da oben. Oder bleib mal hier. Von hier haben wir vielleicht einen besseren Winkel. Ah! Ich kann leider nichts erkennen. Ah. Genau sowas meine ich. Komm schon. Ne, mehr als das kriegen wir leider nicht hin. Aber vielleicht hat es schon gereicht für das Futter. So, jetzt runter. Nein, Alter, du bist so... Alter, was rollt der denn da runter? Twico. Gib doch, so ein bisschen kannst du doch wirklich so tun, als würdest du mich mögen. Der hätte mich doch nur mit seiner Pfote auffangen müssen. Nein, bleib hier. Ich will nichts Böses. Ach, Mann, ey. Scheiß. Zweimal gestorben, geil. Ja, ja. So. Nochmal. Ich treffe nichts, ich weiß, weil er sich die ganze Zeit bewegt mit seinem Kopf. Ja, komm, machen wir das Holz direkt erstmal alles weg. So, ist egal. Springen wir jetzt erstmal dahin. Kommst du? Bitte? Nein? Geht doch. Ja, dann komm noch mal ein Stück näher. Schnupper an mir, bitte. Ich weiß geil, wie sehr der auf mich fixiert ist, ne? Das mag ich. So. Also immer bei Team Ico-Spiel, das hat immer irgendwas mit Tattoos oder sowas zu tun, ne? Wow, ich konnte in deinen Kopf gucken. Wop, 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 wop. Okay. Naja.
Ah, der Winkel passt wieder nicht. Ne, hier ist auch nichts. Ich kann zwar irgendwie hier laufen, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie mich irgendwie weiterbringt. Ja gut, okay, dann schauen wir mal. Wie gesagt, Plan habe ich zwar immer noch nicht, aber ist ja nicht schlimm. Kriegen das schon irgendwie hin. Nein! Okay, einfach safe springen. So. Hat sich übrigens deutlich abgekühlt. Ich habe gestern echt Schwein gehabt im Stream, weil da war richtig geiles Wetter. Also perfektes Streamwetter. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Konnte schön Fenster auflassen, schön rauchen. Okay. Ja, du kommst ja immer noch nicht durch. Aber vielleicht, also ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt vom Winkel her überhaupt schaffen können. Dass wir das Fressen da irgendwie überhaupt treffen. Warte mal. Ich bin hier falsch. Entschuldigung. Dies ist die falsche Seite. Wenn ich schon mal hier bin. Aber hier ist nichts, ne? Kein Hebel, keine Klettermöglichkeit. Na gut, da kann ich zwar hoch, aber jetzt? Na? Ich glaube aber auch nicht, dass wenn ich jetzt Futter finde, dass der jetzt irgendwie großartig klarkommt, ne? Also dass er jetzt da durchbrechen kann. Oh, es gibt ihm Kraft vielleicht, um irgendwie... Er ist noch verborgen. Brauchst du hier mal Blitz hin, bitte? Sieht's denn aus? Ne, den können wir nicht treffen. Achso, ich bin doch dumm, ich habe die ganze Zeit ins falsche Loch geschossen. Lustig. Oh, da kann sich auch nicht dran festhalten, das ist zu hoch. Hup. Ah, fast erwischt. Hi! Ich wollte gerade sagen, wo läufst du denn jetzt gerade lang, Junge? Nicht schlecht. Na gut, das kannst du schon mal kaputt machen. Nee. Da kommt man leider nicht hin. Heiliger Bimbam! Okay. Du kannst doch hier hochspringen, ich habe nichts gesagt. Damit habe ich nicht gerechnet. Wirklich nicht. Okay. Warum muss ich dann hier klettern überall? Alter, du kannst überall hinspringen. Hier, bitteschön. Wo ist das? Kein Essen. Doch. Ja, du kannst das gerne aufheben. Plump. Geil. Hier, hast du ja verdient. Jetzt hab ich mal aus Luft schnappen können. Komm, friss. Ich mag das echt, wie der läuft, ne? Laufanimationen sind schön. So, nice. Wo gehen wir denn jetzt mal hoch? Ja gut, wir haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Aber wahrscheinlich kann der erst, konnte der erst rüberspringen, als alles an Holz weg war. Das kann natürlich sein. So, einmal. Ich jetzt kratzen. Wow, wow, wow. Okay. Und. Wow. Nicht. Super, jetzt hat sich genau dann bewegt, als ich gerade rüberspringen wollte, ne? Ich habe natürlich drei... gedrückt gehalten, damit er sich auch schön festhält. Dankeschön. Und Aliop. Und nochmal. So. Da ist nichts mehr. Den brauchen wir gerade noch nicht.
Okay, wir kommen jetzt ziemlich weit nach oben, so wie es aussieht. Ups. Und hopp. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich da weitergehen soll oder ob ich erstmal da rein soll. Ach komm, wir gehen erstmal da rein. Fressen kann ich immer schön runterschmeißen. Wenn ich was finden sollte, natürlich. Ich gehe doch erstmal vielleicht die andere Richtung entlang. Weil das sah mir dann doch jetzt schon zu richtig aus. Zip. Bin ich eigentlich in dem Wasserbereich noch? Achso, nee, da gab es ja nur den einen Bereich, wo ich lang konnte. Den zweiten Weg, den ich gesehen hatte, das war der, wo es weiterging. Naja, hier ist auch nichts. Aber hier kommt er nicht hoch zum Schießen. Nee. Das kriegt er nicht hin. Hm. Aber hier ist auch nichts mehr. Gut, dann können wir weitergehen. Ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt, sich hier umzuschauen, ne? Ob man hier irgendwas finden kann, irgendwie, um halt die, weiß ich nicht, Bindung mit Trico irgendwie zu unterstützen. Zum Beispiel fressen, ne? Vielleicht je mehr fressig ich den gebe, umso gehöriger ist der. Kann ja sein. Hier haben wir nochmal fressen. Fump. Wie kann es überhaupt sein, dass die Fässer so tief in der Erde sind? Muss ja dann jemand eingegraben haben. Hi! Alter, so groß, ne? Ah, guck mal, der kriegt es auch langsam hin, die aus Luft zu fangen. Ich mag es auch manchmal, wenn er einfach seine Pupillen bekommt. Richtig gut. Ich weiß noch nicht, ob das was bringt, ne? Aber der mag es auf jeden Fall. So, genug jetzt. Genug gekuschelt. Wir müssen hier raus. Ich pratzel. Ups, komm. Wenn du hier durchpasst, muss das Holz garantiert auch weg. Kann ich durchkrabbeln, so wie es aussieht, aber ansonsten nix. Ich fände es geil, wenn man hier rutschen könnte, wenn man beim Laufen irgendwie bücken drückt. Das wäre cool. So ein schönes Slide. Also die Spielgeschwindigkeit ist ja schon in Ordnung, also auch die Laufgeschwindigkeit und so. Tja, ne? Hier trennen sich wohl unsere Wege. Wo kommt jetzt so eine melancholische Musik? Das war ein Scherz. Oder hast du wieder einen Weg gefunden, dass du doch hier irgendwie hinkommst? Aber ich finde das geil, dass die Mucke hier halt auch so akzentuiert eingesetzt wird. Wie gesagt, ich mag Vollspiele, die ruhig sind. Und die, wo dann in den richtigen Momenten dann die Musik einsetzt. Das hat schon echt was Atmosphärisches so. Ich habe das Gefühl, ich wäre in meinem Kreis gelaufen. Bin ich offensichtlich auch. Gut, Dennis. Hm. Da hinten ist er noch. Hier ist auch kein Hebel oder so, ne? Ach, man kann einfach drum rumlaufen, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Also hast du doch wieder irgendwie einen Weg gefunden. Jetzt mal hier die Welt an. Alter. Wo sind wir hier?
Mir die große Preisfrage, wo müssen wir hin? Ach, da bist du. Hi. Was kann ich für dich tun? Ha! Bin auf den Schwanz getreten. Vor Schwänzen. Oder bringst du mich jetzt irgendwo hin? Upp. Merkt ihr das überhaupt, wenn ich ihn anfasse? Okay, auf jeden Fall. Der ist groß geworden. Wow. Okay, man sollte auf jeden Fall nicht irgendwie loslassen, während er seinen Kopf bewegt. Das ist echt nicht gut. Keine gute Idee. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo ich hin muss. Runter höchstwahrscheinlich nicht. Aber ich kriege ja auch nichts kaputt, ne? Das sieht für mich zumindest nicht danach aus. Da bin ich davon, dass ich mich hier eh schon verlaufen habe. Ist auch nichts vergraben. Ja, und hier kam man her, ne? Ja, der ist drüber gesprungen. Hm. Uah, erschreckt mich doch nicht so. Ich komme nirgendwo hoch, ne? Aber der Logik nach zu urteilen, denke ich, dass ich irgendwie in die Richtung muss. Also ich weiß ja nicht, auf welcher Logik das basiert. Ah, guck mal da oben. Aber komme ich so hoch? Sieht nicht zum Klettern. Wo kommt ihr überhaupt hier hin? Ich kann keinen L1 drücken, das heißt, er ist jetzt nicht irgendwie nicht in der Nähe. Ach, hier! Perfekt. Wahrscheinlich nur, wenn ich auch direkten Gesichtskontakt haben kann, finde ich den. Ah, da komme ich, glaube ich, nicht hoch. Aber wäre für mich jetzt die einzige Möglichkeit eigentlich, die ich jetzt sehe. Okay. Gut. Er springt auf jeden Fall auch, wenn ich an ihm hänge. Das ist gut. Ich würde sagen, festhalten wäre nicht verkehrt. Sehr nice. Dankeschön. Wupp. Was ist das? Okay. Hat der Angst davor? Was ist das? Ein Käfig oder was? Hm. Was soll kaputt schmeißen? Dazu warst du jetzt nicht in der Lage, das kaputt zu machen, oder was? Genau, was das hier ist? Gehst du bitte einmal die Kraft deines Schwanzes? Nee. Okay. Dann halt nicht. Warum denn nicht? So, jetzt nochmal. Okay. Dann eben nicht. Das haben wir auf jeden Fall schon mal zerstört. Also wir können da hoch. Ich kann da durch. Und irgendwas ist da oben. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht können wir da was zerstören. Was hast du denn? Okay, der mag das nicht.
Wie eine Katze, ne? Verhält sich hier. Mit dem aufgestellten Rücken und so. Komm, wir gehen jetzt mal hier hin. Okay. Ah, da geht's weiter. Es ist so dunkel. Haben wir vielleicht ein Fresschen für ihn? Er ist jetzt ein bisschen verstört. Nö, aber ein schöner Balkon. Schöner Ausguck auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Gut, guck aber nur auf den Tacho, weil ich denke, ja. Ich mache jetzt hier mal Schicht, weil ich glaube, ich habe jetzt schon eine Stunde, Stunde 15 irgendwie aufgenommen. Vielleicht sogar schon anderthalb Stunden, keine Ahnung. Ja, weil heute schon ein bisschen später ist, mache ich jetzt heute nur eine etwas kürzere Aufnahme. Und ich muss ja trotzdem gucken, ob alles in Ordnung ist mit der Aufnahme, ne? Auch wenn ich jetzt nur einen Weg gefunden habe, wie wir generell aufnehmen können, heißt es ja nicht, dass die Aufnahme gut geworden ist. Ey, mach mich nicht platt, ne? Deswegen, vom Kontrollpunkt. Ich schätze mal, der wird hier irgendwo sein, wo wir hier in die Burg reingekommen sind. Deswegen, werden wir jetzt nicht direkt hier wahrscheinlich starten, sondern höchstwahrscheinlich ein bisschen weiter vorne wieder. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben ja hier noch nichts gemacht. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Spiel zusagt. Also ich finde es erstmal sehr, sehr spannend. Ich mag das Verhältnis, was der Junge, also unser Protagonist, zu dem Tier hat. Oder zu dem Wesen hat, besser gesagt, zu Twyco. Und ich mag das auch, wie das Wesen sich verhält. Also ich finde das richtig geil, weil es die ganze Zeit zum einen auf uns fixiert ist, ne? Und dann sich dann trotzdem gerne mal von ein paar Sachen ablenken lässt. Und wir durch sein Verhalten so ein bisschen zumindest erahnen können, jetzt nicht direkt, was passiert ist, aber zumindest, wie es vielleicht so ein bisschen, ne? Oder was ihm zumindest widerfahren ist. Und die Hintergründe natürlich nicht, aber vielleicht kriegen wir die ja noch irgendwann im Laufe des Spiels. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall geil. Morgen geht's weiter. Pfingstmontag werde ich natürlich die nächste Aufnahme machen, dann wahrscheinlich auch mit normaler Länge. Aber ich denke mal, ich werde diese langen Aufnahmen, je nachdem, wie schnell das Rennen jetzt geht, erstmal wieder beibehalten. Weil Rendertest hab ich auf jeden Fall damals gemacht hier mit dem neuen Rechner. Also damals, ich habe den vor seit 5 Tagen den Rechner oder so. Das habe ich schon im Stream gesagt, das habe ich schon in der ersten Aufnahme gesagt. Normalerweise ein 30 FPS-Video, was ich aufnehme, 15 Minuten länger hat meistens so um die, ich sag mal, 33 bis 38 Minuten gedauert. Und bei 60 Frames entsprechend die doppelte Zeit, ne? Jetzt, ne? Und ich glaube, die Power von meinem Rechner ist noch gar nicht ausgeschöpft. Dauert das Rendern eines 15-minütigen Videos mit 30 Frames 6 Minuten, ja. Und mit 60 Frames nicht das Doppelte, sondern 7 Minuten. Ja, voll geil. Aber ich denke, dass mein Programm ist schon sehr alt. Also die Version, die ich habe, die ist irgendwie von 2010 oder so, keine Ahnung. Aber es funktioniert halt sehr gut. Ich kann damit umgehen, das passt. Ja, ich glaube, das Programm kann aber noch nicht auf die kompletten Ressourcen vom Rechner zurückgreifen, weil da Sachen drin sind, die gab es noch gar nicht, als das Programm halt rauskam. Ne? Deswegen ist es wahrscheinlich in Anführungsstrichen nur so schnell und nicht noch schneller. Aber ist auch egal. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, wie gesagt, dass euch das Spiel zusagt. Mir sagt es auf jeden Fall bisher zu. Ich bin sehr gespannt, was noch kommen wird. Und danke fürs Einschalten und hoffe, dass wir uns dann auch im nächsten Part wiedersehen. Ne? Also bis dahin und tschüss.